Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Samson gespielt und haben auch alles geschafft, haben also den Bosswasch geschafft und The Lamp. Und da heute Valentinstag ist, spielen wir einen Charakter mit einem Herzen. Und das ist dann wohl Maggie, beziehungsweise Magdalene. Und ich habe mir noch einen Seed rausgesucht, dieser heißt Cockfight. So, und in diesem Seed... Also das heißt, wir werden nichts freischalten, aber ist egal. Dieser Seed hat, wie ihr gleich sehen werdet... Oh, Investigation. Oh yeah. Jetzt sehen wir erst recht sexy aus. Und jetzt, sind hier hoffentlich Gegner? Nein, okay, ich will Gegner haben. Die ganzen Gegner lieben uns. Das heißt, sie greifen sich gegenseitig an. Deswegen auch Cockfight, nicht wegen das, was ihr jetzt gedacht hattet. Cockfight, weil Hahnenkampf. Und das ist quasi wie so ein Hahnenkampf, wenn sie sich selber angreifen. Und das bedeutet, wir müssen gar nichts mehr machen, weil die Gegner sich quasi selbst töten. Schön, oder? Guck, killen sich alle gegenseitig, weil heute Valentinstag ist. Ja, Spinne. Au, ey. Das war jetzt uncool von der Spinne. Die hat uns so sehr geliebt, dass sie uns einfach umgelaufen hat. Oh. Was, die können alle wehtun? Ja, ja. Liebe kann schon mal schmerzen. Liebe kann schmerzen. Ja, das ist jetzt quasi mein kleines, sehr, sehr kleines. Oh mein Gott, alles stirbt. Valentinstag Special sozusagen, eigentlich nicht. Wir spielen halt einfach nur ein Seed. Aber ja, ganz viele Herzen. Überall. Über den Gegnern, oben links. Ich habe auch eigentlich versucht, Eden, den Charakter Eden, zu verändern, dass der anders aussieht, dass das mehr Valentinstag-mäßig aussieht. Ich wollte da Armor reintun, hat nicht funktioniert. Dann wollte ich da Justin Bieber reintun, hat auch nicht funktioniert. Und ja, Eden sah halt einfach genauso aus wie vorher. Ich verstehe nicht warum. Aber hat nicht funktioniert. Vor allem, ich habe das ja schon mal mit Azazel gemacht, also dass der zum Dizzy wurde. Warum das jetzt bei Eden nicht geklappt hat, fragt mich nicht. Ich habe es genauso gemacht wie bei Dizzy, hat trotzdem nicht funktioniert. So, jedenfalls könntest du mal sterben. Egal, wie doll du uns liebst, ich will dich trotzdem töten, denn ich lieb dich nicht. Gefriendzoned. Pam! So. Haben wir den gefriendzoned. Hat er nun davon. So, ich hätte ganz gerne... Oh, guck mal. Keiner liebt uns. Holen wir uns den Schlüssel, damit wir in die goldenen Raum in der nächsten Ebene rein können. Und da uns jetzt die ganzen Gegner lieben... Wird diese Folge wahrscheinlich auch nicht allzu lange gehen. Aber das ist ganz schön. Vor allem, ich muss nichts machen, weil die Gegner sich einfach selber töten. Fliege gegen Spinne, wer gewinnt? Beide. Cool. Haben beide gewonnen. Das nennt man wahre Liebe. Ach ja, mein Majora's Mask ist heute immer noch nicht angekommen. Was ich echt richtig traurig finde. Ich hätte es nicht bei eBay bestellen sollen. Ich sehe es ja ein. Au. Explosive Liebe. Wow. Okay, hier. Danke fürs Aufsprengen. Dafür lasse ich auch gerne meine Leben da. Passt schon. Und ihr könnt mir mal sagen, ob ihr den Valentinstag überhaupt feiert. Also, was, wer sagt feiert? Ob ihr eurem Partner, wenn ihr denn einen Partner habt, etwas schenkt. Oder ob ihr sagt, nee, dafür brauchst du keinen speziellen Tag. Das kann man auch das ganze Jahr lang zeigen, dass man den anderen liebt. Gibt ja beide Fraktionen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, ja. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Weil ich kann eigentlich beide Seiten verstehen. Aber ich bin da dann eher einer, der zu Valentinstag auch wirklich was schenkt. Ja. Wenn die Person denn will. Ich weiß, sie sagen immer, nein, lass uns nichts schenken. Aber dann schenkt man ja trotzdem immer was. Also war meine Aussage eben voll komisch. Egal. Ist egal. So. Egal, wir haben schon alles. Außer den Job. Aber wir brauchen keinen Job. Hallo, Hound. Ich meinte, hallo, King Boo. Ach, du greifst uns trotzdem an, ja? Greifst du uns trotzdem an? Das ist irgendwie assig. Wieso greifst du uns trotzdem an? Ich dachte, du liebst uns, dann spuck uns doch nicht voll. Oder zeigst du so deine Liebe. Oh, guck mal, sie gehen beide in die Ecke. Mietet euch ein Zimmer. Oh mein Gott.
Guck mal, ich habe ganz viele Bomben für dich. Da, noch eine. Ich mag den. Der sieht witzig aus. Okay, kriegen noch ein AP ab. Noch mehr Herzen. Überall Herzen. Oh, er liebt uns auch. Kann er denn überhaupt seinen Laser machen? Wahrscheinlich, oder? Jo, kann er. Achso, wir kriegen Geld, wenn wir getroffen werden. Aha. Aha. Wenn uns also einer so doll liebt, dass er uns wehtut, dann kriegen wir sogar noch Geld. Als Schadensersatz quasi. Okay, kriegen wir Lump of Coal. Ich wollte auch eigentlich irgendwie irgendeinem Charakter einfach so ein Herz auf die Stirn kleben. Aber ich war zu frustriert, dass das andere nicht funktioniert hat. Oh. Mit den Iden verändern. So, können die sich jetzt eigentlich auch gegenseitig angreifen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier überall Herzen. Yay. Herzen, Herzen, was. So. Okay, ich habe eben schon mal ausprobiert mit Iden halt, wie auch diese Mod hier ist, also die Mod, wie halt dieser Seed ist und dieser Larry Junior, oh, Speed Up. Larry Junior verglitscht sich ganz häufig, wenn er uns liebt. Das ist sau merkwürdig. Au, ey. Bitte nicht wehtun. Ich weiß, ihr liebt mich ganz doll, aber ihr braucht mir trotzdem nicht wehtun. Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich dachte, die greifen sich jetzt einfach alle gegenseitig an und ich gucke einfach zu. So richtig assig. So. Aber vielleicht kommt das ja noch. Bisschen später. Greift ihr uns gegenseitig? Ja, ja, komm, küsst euch. Sehr schön. Man muss einfach gar nichts machen. Man guckt einfach die Liebenden an, wie sie miteinander Spaß haben. Guck mal, die verkrümmen sich auch wieder in die Ecke. Nom, 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 nom. Oh. Okay. Ein liebendes Klumpen etwas. Waren wir schon im Geheimraum? Im goldenen Raum? Nein. Okay, wir müssen also noch den goldenen Raum suchen. Davor haue ich hier nicht ab aus der Ebene. Haue ich hier nicht ab aus der Ebene. Das wollte ich sagen. So. Morgen ist auch übrigens der. Ich freue mich ein Single sein Tag. Also irgend so ein Ehrentag für Singles. Finde ich ganz witzig, dass er genau einen Tag nach Valentinstag kommt. Aber ab. Also im Englischen heißt das irgendwie Singles. Bla 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 bla. Day. Und abgekürzt ist das dann einfach SAD, also Sad. Finde ich witzig. Finde ich witzig. Oh, guck mal. Eine Rune. Die nehmen wir mit. Jarrah. Abduens. Abduens. Was war denn Abduens? Wir kriegen den Holy Mantle. Was? Mit Maggie? Warum? Wozu? Unnötig. Ach man. Holy Mantle. Der ist so selten. Den hatte ich bisher nur als The Lost ein paar Mal. Und da auch nicht häufig. Jetzt kriegen wir den einfach als Maggie. Okay. Wer den Holy Mantle nicht kennt, der macht, dass, wenn man getroffen wird, keine Leben verliert für einmal. Das heißt, man hat pro Raum einmal kostenlos getroffen werden tun. Und vielleicht finden wir noch BFF. BFF wäre richtig cool. Dann hätten wir wenigstens unser Herzchen auf der Stirn. Das wird passen zu Valentinstag. Oh, ich wollte dir keinen Schlüssel geben. Verdammt. Ich will der Schlüssel. Abduens hat, glaube ich, die Sachen verdoppelt, oder? Jarrah? Kann sein. Gut möglich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir einfach mal in die nächste Ebene. Jetzt müssen wir das Herz hier leider liegen lassen, wo auch immer es ist. Da, zwei Herzen. Oh, guck mal. Sogar die Herzen haben sich lieb. Alle haben sich heute lieb. Tag der Liebenden. So. Wollen wir einfach mal die Jarrah-Rune aufbewahren, bis wir in der Chest sind? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann könnten wir nämlich die ganzen roten Kisten, die ganzen goldenen Kisten da verdoppeln. Das wäre schon cool. So, die Geheimräume sind da unten. Das heißt, wir gehen da mal in die Nähe. Die greifen sich hoffentlich gegenseitig. Ja, Gruppenkuscheln. Ah, oh, stimmt, das muss ja richtig witzig aussehen bei diesen. Wer sind die? Diese Fleischklumpen-Dinger. Komische Arten.
haben die hier ihre Liebe zu beweisen. Spucken sich gegenseitig mit Explosionsdingern an. Ja, Gruppenkusche. Oh mein Gott. Das sieht jetzt so richtig bescheuert. Es gibt auch noch richtig viele andere Seeds. Ich könnte dir eigentlich alle mal vorstellen. Da gibt es zum Beispiel noch so ein Seed. Oh, unser Holy Mantle ist weg. Na gut, dass wir ihn haben. Da gibt es noch ein Seed, wo jedes Geräusch einfach mit Furzgeräuschen ausgetauscht wird. Das ist richtig, richtig nervig. Ich habe da auch mal reingeschaut. Aber trotzdem irgendwie witzig. Den könnte ich auf jeden Fall mal vorstellen. Und dann gibt es noch was, wo man für jedes Item bezahlen muss. Und irgendwie, wenn man 0 Münzen hat, dann ist man tot. Oder so. Sowas gibt es. Auf jeden Fall gibt es da ganz viele. Könnte ich eigentlich mal vorstellen. Das, dann wird hier ein bisschen... Wow. Ein bisschen Abwechslung reinkommen. Ist ganz cool eigentlich. So Abwechslung. Könnt ihr mir auch mal sagen, was ihr davon haltet? Quasi so eine Seed-Vorstellung. Ja. Oder ihr könnt mir auch Seeds vorschlagen, die ich mal spielen soll. Das hätte bestimmt auch was. Und wir kriegen einfach Polyphemus. Wie selten habe ich dieses Item bitte? Hatte ich das überhaupt schon mal? In Rebirth? Ich weiß es gar nicht. Wäre cool, wenn auch nicht. Aber bringt uns auch gar nichts, weil wir eh nichts freischalten. Ich weiß nicht, ob die Items trotzdem im Basement sind. Also, dass man sie aufgehoben hat. Wenn man halt mit einem Seed spielt. Ich glaube aber nicht, weil sonst könnte man einfach die Seeds eingeben, wo man diese Items gleich am Anfang findet und dann hat man sie. Das heißt, wenn ich Polyphemus noch nie hatte, dann habe ich es jetzt immer noch nicht. Naja. Egal. Was haben wir hier? Turf Clubs. Setzen wir mal ein. Okay, da kommen wir nicht rüber. Und der Boss ist oben? Denn ernst? Die beiden Geheimräume sind unten links und der Boss ist einfach irgendwo da oben. Na gut. War es auch immer. Wir machen auf jeden Fall richtig viel Schaden. Jupp. Unser Schaden ist jetzt schon voll. Dank Polyphemus. Pow. Achso, und ich glaube, bei diesen Seed sterben... Genau. Sterben alle Fliegen instant. Wie man da schon so schön sieht, wenn er jetzt nochmal was spawnt. Ja. Sind sofort tot. Oh, die Armen. So, All Stats Up oder Damage Up? Ich glaube, All Stats Up bringt uns mehr. Und wir kriegen noch Mitre. Jetzt sind wir der echte Valentin. Der echte. Oh Mann. Ja, diese Folge wird einfach richtig schnell vorbeigehen. Tut mir leid, aber macht ja nichts, oder? Oder doch? Vielleicht doch? Ich weiß nicht. Boah, wir töten einfach alles One-Hit. Ja gut. Ja, oh, liebende Geister. Okay, die haben wir nicht One-Hitted. Die müssen wir tatsächlich zweimal treffen. Was? Full Health. Nee, Health Up. War das ein Health? Ja, war ein Health Up, oder? Wow. Okay, ihr greift euch alle gegenseitig an. Finde ich nett soweit. Oh nein, er hat uns getroffen. Gut, dass wir den Holy Mantle haben. Sonst hätten wir jetzt schon verloren. Joker. Oh, was haben wir hier noch? Daggers Purity. Was macht denn Purity? Judgment? Was macht denn... Ah, genau. Das hat die ganzen Curses von der Ebene weggenommen und hat ein blaues Herz gegeben. Purity. War das, glaube ich. Ja. So. Aha. Willst mich also zum Spieler machen, ja? Gut, setzen wir einfach mal die Joker-Karte ein. Kriegen noch ein zweites Leben. Eternal Life? Fragezeichen. Und nehmen einfach die Jarrah-Karte mit. So. Okay. Die Map wird aufgedeckt, oder wie? Hä? Wird die Map aufgedeckt durch die Karte? Durch die eine Rune? Sieht fast so aus. Außer, dass wir nicht den Boss sehen. Na, noch eine Joker-Karte. Wolves Card. Chap, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hatte die Karte jetzt viermal. Viermal in Gesamt Isaac Rebirth. Und was kommt viermal? Chap, Isaac. Chap, dislikes Smoke. Viermal. Ich hab noch nie eine andere bekommen. Noch nie einen anderen Tipp. Was ist das für eine blöde Karte? Hallo. Geld. Ja, greift euch gegenseitig an. Lasst den Kampf beginnen.
Ich glaube, der muss sich selber besiegen. Okay. Hallo. Besiegt ihr euch? Ja, okay, cool. Gruppenkuscheln. Yum, 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 yum. Das war süß, oder? Ich fand das süß. Ich hätte gerne nochmal diese Fleischklumpen. Ah, guck mal, die haben sich auch gern. Wie witzig das ist, dass man gar nichts mehr machen muss. Außer mal den letzten zu besiegen. Noch eine Jera? Okay. Ja, Jera hat Sachen verdoppelt. Ach schade, ich dachte, ich hätte jetzt unendlich Jera-Karten. Jera-Runen. Aber Runen werden anscheinend nicht verdoppelt. Magician the Empress. Okay. Das ist ja witzig. Dann wäre die ganze... Na gut. Dann wäre die ganze Ebene jetzt voll mit Karten. Miau, miau. Monstro 2! Oh nein, Monstro, oh nein! Please don't hurt me no more! Baby, don't hurt me no more! What is love? Monstro weiß es nicht, denn Monstro greift mich nur an. Was soll das? Monstro, hör doch bitte auf! Mehr wehtun zu wollen. Immer nur so schlecht. Okay, komm, wir nehmen die Krone mit. Wer braucht schon Speed Up? Ich will Geld. Wir werden immer mehr zu Valentin. Papst Valentin der 13. Gibt's den? Keine Ahnung. Wenn ihr aber mehr über den Valentinstag erfahren wollt, dann guckt bei Haki vorbei. Der macht gute Videos. Cool. So. So. Hallo. Na, liebt ihr euch wieder alle? Alle lieben sich und wir kriegen einfach gar keinen ab. Oh. Schon ein bisschen unfair. Nur weil Maggie fett ist oder was? Was seid ihr denn für welche? Die inneren Werte zählen. Und in uns drin haben wir Fliegen. Sagt bloß, ihr mögt keine Fliegen. Ein Magnet. Ah, cool. Sowas braucht man. Gutes Item. Baby, don't hurt me no more. Guck mal, wir tun schon alles, damit wir hübscher sind. Wir sind eine Prinzessin. Wir haben den Holy Mantle. Wir haben ein Auge. Und trotzdem hat uns keiner lieb. Kann ich gar nicht verstehen. Obwohl, alle lieben sie ja, aber sie gibt sich nicht zufrieden. Sie sieht's einfach nicht. Maggie, du musst nur die Augen aufmachen. Dann wirst du sehen, Leute lieben dich doch. Aber sie will's nicht sehen. Sie will's einfach nicht. Okay, wir brauchen 2 Münzen. Gebt mir 2 Münzen. Oh. Ja gut, ich glaube, ich werde keine Leben verlieren, weil wir halt den Holy Mantle haben. Gut, wir verlieren keine Leben und sind OP. Oh nein, wir wurden getroffen. Oh nein, oh nein. Oh, wir sind fast tot. Eigentlich können wir die alle gegeneinander kämpfen lassen. So. Hä, wieso hat der Kleine gewonnen? Unlogisch. Das geht gar nicht. Die Größeren müssen immer gewinnen. Oh, wenn wir jetzt noch einen Schuss bekommen. Noch einen Health-Up? Okay. Einen Schuss bekommen, der durch Gegner durchgeht, dann... Dann ist sowieso Ende im Gelände. Ja, killt euch sehr gegenseitig. Tilt euch tätig. Cool. Haben auch unsere 15 Münzen. Das heißt, wir können uns den Kompass leisten. Kompass, Kompass. Hey, hey. Ab zum Kompass. Dann haben wir... Beide Karten und den Kompass. Läuft bei uns. So, wie lange nehmen wir schon auf? 16 Minuten. Können wir es überhaupt mitnehmen? Nee. Das kommt trotzdem zu uns. Ist ja interessant. La 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 la. Ach, guck mal, sogar Mutti liebt uns. Das ist ja süß. Guck, heute will uns einfach gar keiner töten. Heute liebt uns einfach jeder. Will sie nicht ihren Fuß machen? Guck mal, steh extra in der Mitte, Mami. Okay, Mutti liebt uns zu sehr. Heute will sie uns mal nicht treten. Gut, dann nicht. Bleib ich halt in der Mitte stehen. Okay, das war schwer. Wir gehen ins Polaroid-Ding.
die Chest. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Ich will gar nichts davon. Tschüss. Will ich nicht. Ich gehe weiter. Brauche ich alles nicht. Okay, Boss ist da unten. Ich will aber zum Miniboss, weil Minibosse sind immer cool. Lalala. Wieso sind wir so groß? Achso, wegen unserem Pilz. Ah, wir kriegen sogar noch rote Kisten. Ah, das ist ein tolles Geschenk. Was? Wieso haben wir die Hand nicht bekommen? Eigentlich kriegt man bei dem immer die Hand. Unfair. Unfair. Ich reklamiere dieses Spiel als unfair. Eigentlich heißt es deklariert, aber egal. Aha. Na gut, dann gehen wir einfach zum Boss. Du schon wieder. Du machst ja gar nichts. Der macht ja wirklich nichts. Ach man. Ja gut, wie kommen wir denn jetzt zum Boss? Oben Lung? Lung? Oben Lung? Nö. Oben Lung ist auch falsch. Nein, du hast unser Holy Mantle kaputt gemacht. Ach gut, da haben wir ihn wieder. Puh, fast hätten wir ein Leben verloren. Ja gut, das ist jetzt irgendwie nicht wirklich eine Herausforderung mit diesen Seeds. Also ich ist schon gerechtfertigt, dass man, wenn man Seeds einsetzt, nichts bekommt. Oh wow. Aber zum Valentinstag darf man das ja wohl mal machen. Wenigstens, guck, wir haben volle Herzen. Wir haben ein Herz als Item. Die Gegner haben auch alle Herzen über dem Kopf. Alle lieben sich einfach. Und dank unserer Maske sieht man auch nicht mehr, wie traurig wir eigentlich sind. Das ist doch gut. So, irgendwie hat der Boss sich ganz schön komisch versteckt. Kann das sein? Muss dann voll die Umwege hier gehen. Was? Der hat das Ding mitgenommen. Diese Hände können Gegner mitnehmen. Oh shit, ich will das nochmal. Das sah ja richtig witzig aus. nimmt diese Hand einfach dieses Hentai-Monster mit. Oh mein Gott. Sah das bescheuert aus. Ah, schöne Sache. Schöne Sache. Den Goathead. Ja gut. Das war richtig schön. Ich will das nochmal haben. Das sah voll witzig aus. Oh nein. Oh nein. Tu das nicht. Du hast uns unser Holy Mantle abgezogen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir dürfen keine Leben verlieren. Wir müssen die Herzen bewahren. Okay, gut. Wir könnten fliegen. Aber dann haben wir ein Herz weniger. Ich kann doch nicht mein Herz abgeben. Ja, okay, doch. Doch, doch, doch. Dann haben wir nämlich Flight. Und ein Pony ist auch cool. Zu Valentinstag ein weißes Pony ist nett. Ich meine, wer möchte kein weißes Pony zum Valentinstag geschenkt bekommen? Also ich hätte gern eins. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich hätte gern eins. So. Okay, super Geheimraum ist da hinten. Boss ist auch da hinten. Ich hoffe einfach mal, hier geht's lang. Sieht gut aus soweit. Oh, ups. Der Holy Mantle ist irgendwie viel zu OP. Oh ja, oh ja, oh ja. Los, nimm die Dinger mit. Nimm sie mit. Yay. Nimm sie alle mit. Nee, nicht da. Du sollst die anderen mit. Ja. Wie cool ist das denn? Aber komm, lass uns Spaß haben. Oh ja, komm, Kleiner. Ist das bescheuert? Okay. Ist mir egal. Speed, ja, komm, nehmen wir mit. Wer Speedy Gonzales. Ah, oh, guck mal, wie sie sich gern haben. Yay. Sie tanzen vor Freude. Oh, jetzt ist er. Die haben sich getötet. Sowas macht man nicht.
Wir könnten aber noch ein bisschen stärker werden. Also Crickets Head ist ja wohl noch drin. Yay, kuscheln. Oh. Ich hätte jetzt gerne einen Keks. Wieso habe ich hier keinen Keks? Hallöle. Wow. Okay, vielleicht kriegen wir sogar noch 12 rote Herzen voll. Pheromone. Und was? Wir sind schon bei den Lifts. Ach stimmt. Eben war ja Conquest noch da. Hä? Wieso greift er... Achso, weil wir der einzige Gegner sind. Wäre Mutti jetzt unten, dann hätten sie Mutters Herz angegriffen. Ja, greift alle Mutters Herz an. Da hat uns unsere Maske geholfen. Nee, wir haben ein Leben verloren. Oh nee. Attacke. Hui. Okay, wir haben das Polaroid mit. Das heißt, wir gehen hier hin. Die Jirarune haben wir immer noch dabei. Wir werden 8 goldene Kisten bekommen. Wir werden 8 goldene Kisten bekommen. Ach, ihr liebt euch ja auch. Oh, wie süß. Wir sollten die mehr gegeneinander kämpfen lassen. Sich mehr lieb haben. Tun. Die Musik ist auch cool. So. Okay. Hallo. Nee, das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan. Wieso tust du uns weh? Heute ist Valentinstag. Du darfst unser Herz nicht brechen. Plum, 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 plum. Guck, Mutti und Vati haben uns lieb und wir bringen sie trotzdem um. Ach man, Maggie. Komm her. Knutschi, knutschi. Na, habt ihr euch gegenseitig lieb? Ja, guck mal. Oh, das ist süß. Das ist doch süß. Das sieht man nicht alle Tage. Oh. Das war nur ein Ablenkungsmanöver, damit ich nicht mehr aufpasse. Wie mega bescheuert das ist. Das sieht es so doof. Oh, aber schön. Schön ist er. Schön ist er auf jeden Fall. Und wir spannen hier einfach rum und gucken, wie sich die ganzen Monster einfach gegenseitig lieben. Oh, das war mein Handy. Ich hätte das vielleicht mal rausmachen sollen. Wieso sieht der Isaac so komisch aus? Egal. Komm schon, Isaac, du liebst uns doch. Du musst uns nicht voll weinen. Die greifen ihn jetzt an. Nice, die greifen sich einfach gegenseitig an. Oh nein. Pow, 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 pow. Ach, Isaac. Aber warum sah der eben so aus wie Iron Man? Eigentlich hatte ich das rausgenommen. Scheinbar doch nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. So, was? Er lebt noch? Der lebt noch? Wie kannst du es wagen, noch zu lieben? Wie kannst du es wagen, noch zu lieben? Passt auf jeden Fall auch. Und wir haben eine Jera-Rune dabei. Das heißt... Hoffentlich keine roten... Dankeschön. Alles verdoppeln. Yay, 8 Kisten. Bam, bam. Okay, Homing Shots. Okay, okay. So mein, wir haben volle rote Herzen. Also Body. Yay, 12 rote Herzen. Läuft bei uns. Gut, Homing Shots. Sister Maggie. Slow Effect. Wer ist der da nochmal? Gimpy, stimmt. Dann das Ding, das sie alle in Scheiße verwandelt. Two Shot und You Feel Itchy. Jetzt sehen wir aber hübsch aus. Wenn uns jetzt keiner mehr liebt. Aber die lieben sich immer noch gegenseitig. Keiner liebt uns.
Das ist irgendwie traurig. Ja gut, wir haben ein blaues Auge, aber sonst... Wir sehen schon ganz schön liebewürdig. Würde ich mal behaupten. Ach, der greift seine eigenen Augen an, oder was? Läuft bei dir. Gut, der Boss ist da oben. Frag mich nicht, warum ich jetzt unten lang gegangen bin. Greift euch gegenseitig an. Los, fight! Ich habe jetzt allerdings den linken einmal angegriffen, deswegen greife ich nochmal den rechten an. Oh, guck mal, wie schön sie rangeln. Das nennt man wahre Liebe. Au, ey. Liebt euch nur so lange oder so weit gegenseitig, dass ich nicht davon verletzt werde. Ist das klar? Ach stimmt, wir haben Homing Shots. Oh mein Gott. Wie witzig wäre das bitte, wenn man diese eine Purse hat, dass man zwei... Ach, die Bomben lieben uns eigentlich nicht. Okay. Wenn man zwei Rune auf einmal tragen könnte, zweimal eine Jara-Rune dabei hat und dann in die Chest geht. Dann verdoppelt man erstmal die vier Kisten, dann hat man acht und dann verdoppelt man nochmal diese acht, dann hat man nochmal 16 neue. Nee. Oder doch? Warte mal. Dann verdoppelt diese acht, dann hat... Nee, dann hat man 16. Dann hat man 16. Das wäre schon cool. Au, ey. Ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Hier, Bombe, 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 Bombe. Wir haben Gimpy, wir können gar nicht verlieren. Wir haben Gimpy. Oh, warte, wir können diese schwarzen, diese Herzen gar nicht einsammeln. Ja, gut. Ich stirb an unserer Bombe. Okay. Was auch immer. Puh, das war ja jetzt noch echt knapp am Ende. Wow. Ja. Zählt nicht mal als Windstrake. Ach, schön. Zählt nicht als Windstrake, obwohl man sie schafft. Ist cool. Ja. Das war dann das kleine Mini-Valentin-Special Cockfight. Alle haben einen geliebt. Isaac besiegt in 33 Minuten. Ja, gut. Warum nicht? Ist halt mal eine etwas kürzere Folge, haben auch nichts freigeschalten, haben auch nichts versucht freizuschalten. Aber ja, immerhin ganz viele Herzen. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, auch wenn dieser Part jetzt irgendwie richtig komisch war. Tut mir leid. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bei Isaac, wieder mit einer normalen Folge. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.